1944 wurde Anneliese Kohlmann in die SS-Dienst verpflichtet und in insgesamt zwei Außenlagern des Konzentrationslagers Neuengamme eingesetzt. Die aufgrund ihrer kurzen Haare von den Insassen als Bubi bezeichnete Kohlmann war homosexuell und nutzte ihre Stellung als Aufseherin aus, um mit jungen weiblichen Häftlingen sexuelle Handlungen durchzuführen, teilweise auch ohne deren Zustimmung. Die Aufseherin ging teilweise äußerst brutal gegen die weiblichen Insassen vor, verprügelte diese häufig bis zur Bewusstlosigkeit, peitschte diese aus und schlug mit Stöcken auf die Frauen ein. Laut Augenzeugen misshandelte sie sogar schwangere Frauen, trat diesen teilweise sogar in den Bauch und nahm den Tod des ungeborenen Kindes in Kauf. Gegen Kriegsende verliebte sich Kohlmann in eine tschechische Jüdin, welche sie auf einem Todesmarsch nach Bergen-Belsen begleitete, und mischte sich später freiwillig als Häftling getarnt in das von Tod und Verderben gekennzeichnete Lager, nur um bei dieser bleiben zu können.